Hallo Kackbratzen. So you finally realized, huh? Luna, if you will. My pleasure, sister. Es ist immer wieder schade, wenn man sieht, dass in der Vergangenheit so viele schöne Spiele aus dem fernen Japan offiziell nie den Weg nach Westen gefunden haben. Insbesondere gilt dies für Spiele für das Super Nintendo. Und selbst wenn man sich ins Internet wagt und sich eines dieser Spiele importiert und dafür einige hundert Schleifen über die virtuelle Ladentheke gehen lässt, gibt es da meist immer noch ein Problem, das es zu bewältigen gilt. Japanisch. Das Erlernen dieser Sprache war mit vielen Schmerzen verbunden. Bücher wälzen und immer wieder die immer gleichen Kanji- oder Hiragana-Zeichen auf einen Zettel zu malen, damit mein enorm flüchtiges Gehirn, das lieber irgendwelchen Schmetterlingen nachläuft, sich auch nur einen Bruchteil merken kann. Aber vielleicht will man das auch nicht und zum Glück kamen andere viel intelligentere Menschen auf die Idee, sich das ROM zu holen und dann das betreffende Spiel für die Allgemeinheit zu übersetzen. Wie etwa auch das Spiel von heute. Es hört auf den lieblichen Namen Laplace Noir und gehört meiner Meinung nach zu den besten Horrorspielen, die es für das Super Nintendo gab. Als das Spiel 1995 für die Konsole aus dem Hause Nintendo veröffentlicht wurde, hatte es schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Denn die Erstveröffentlichung erfolgte bereits im Jahr 1987 für den NEC-PC, gefolgt dann 1993 für das PC Engine. Wie das damals so war, ist Laplace Noir auch noch nicht wirklich eines dieser vollwertigen Horrorspiele wie etwa ein Clock Tower, sondern schlüpft mit seinen Rollenspielelementen eher in die Fußstapfen eines Sweet Home, weshalb man schon zu Beginn mit einer Klassenauswahl konfrontiert wird, nebst zeitgenössischen rundenbasierten Kampfsystem und natürlich eine große Portion explorativen Gameplay. Laplace Noir ist übrigens Teil der Ghost Hunter Dungeon Crawler Serie, zu der sich auch Titel wie Kurokishi no Kamen für das 3DO und Paracelsus no Marken für den NEC-PC dazugesellen. Laplace Noir versetzt den Spieler in die fiktive Stadt Newcomb, Massachusetts im Jahr 1924, was eine Anspielung auf Lovecraft Arkham darstellen sollte und übernimmt dabei die Rolle eines paranormalen Ermittlers. Es gilt das Rätsel, um Weathertop Hall zu lösen, ein altes Herrenhaus, in dem in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen verschwanden und es auch zu grausamen Todesfällen kam. Weil so eine Geisterjagd alleine natürlich nicht unbedingt eine lustige Sache ist, zieht man zu Beginn aus und sucht in der örtlichen Bar nach ein paar Verbündeten. Mit ein paar Schnaps in der Birne lassen sich die Leute zu so einem Job vermutlich auch einfacher überreden. Zu Beginn kann man seinen Hauptcharakter einer von fünf Klassen zuordnen: Amateur, Detektiv, Medium, Journalist und Wissenschaftler. Wie zu erwarten, wird sich das auf die Spielweise auswirken. Aber allzu große Sorgen sollte man sich nicht machen, da die Party eigentlich ganz ausgewogen aufgestellt ist. Der Amateur ist jedenfalls der Allrounder mit einer Mischung aus Magie und physischen Angriffen. Ein Typ, der eben alles beherrscht, aber eben alles nicht richtig gut. Wer also keine großen Arztrechnungen zahlen möchte, sollte auf diesen wahren Amateur lieber verzichten. Wer sich nur auf den Kampf konzentrieren möchte, sollte sich für den Detektiv entscheiden, oder eben das Medium, wenn man eher ein magischer Typ ist. Der Journalist und der Wissenschaftler sind zwei ganz spezielle Gesellen, aber darauf kommen wir noch. Solltet ihr jetzt ein Rollenspiel wie etwa Final Fantasy erwarten, solltet ihr vielleicht nicht sofort auf den Download-Knopf drücken. Bei Laplace Noir handelt es sich um ein eher vorsintflutliches Rollenspiel, wie man es eben noch Ende der 80er gewohnt war. Es gibt keine große Oberwelt, die man erkunden kann, noch wird man auf Städte voller NPCs treffen. Die Welt von Laplace Noir ist eher klaustrophobisch und streng geteilt zwischen der Stadt Newcomb und dem riesigen Dungeons unter dem Herrenhaus. Es ist eben ein guter alter Dungeon-Crawler mit Adventure-Elementen. Man wird das Verlies unter Weathertop Hall auch eher mit sehr viel Vorsicht erkunden. Immer nur schrittweise mit nur wenig Fortschritt und auch nach noch so jedem kleinen Schritt, wird man mit seinem Trupp wieder zurück nach Newcomb laufen, um sich die Wunden zu lecken und um sich neue Vorräte zu besorgen. Die NEC-PC-Version Ende der 80er Jahre verwendete für die Dungeons noch sogar eine Ego-Perspektive, während das 1995er Remake für das SNES die klassische isometrischen Ansicht wählte, was unheimlich der Übersicht zugute kam. Man sparte sich auch so ein wenig das manuelle Kartografieren des Verlies. Die meiste Zeit wird man also mit seinem Trupp durch die dunklen Keller des Herrenhaus wandern und wie das so üblich ist, verstecken sich in den dunklen Gängen eine Menge Monster. Der Kampf ist dabei, wie schon erwähnt, das klassische rundenbasierte Geplänkel mit dem ebenfalls klassischen Optionen Kampf, Magie, Gegenstände und Davonlaufen.
Jedoch hat man damals schon eine Art Spezialangriff in das Spiel eingebaut, das einem Limit Break aus den späteren Final Fantasy Spielen ähnelt. Durch das Erleiden von Schaden oder Ausführen von Aktionen füllt sich die Spezialangriffsanzeige eines Charakters nach und nach und sobald sie voll ist, erhält man einen mächtigen und klassenspezifischen Spezialangriff. Lustig ist auch, dass je nach Charisma eures Charakters man die Gegner dazu überreden kann, vielleicht von einem Kampf abzusehen. Aber erstens ist ein schnelles Mundwerk nicht immer ein Erfolgsgarant. Zweitens haben die Feinde kaum interessante Dialoge auf den Lippen und außerdem gibt es zur klassischen Flucht auch keinen Vorteil. Und nun kommen wieder der Journalist und der Wissenschaftler ins Spiel. Wie es in einem Rollenspiel so üblich ist, benötigt man für seine Vorräte und anderen Kram einen Sack voll Geld, um auf Einkaufstour gehen zu können. Normalerweise lassen die erledigten Gegner immer mal ein paar Taler fallen, aber in Laplace Nomar ist das ein klein wenig anders, denn man wird eher selten im Herrenhaus auf das dringend benötigte Geld stoßen. So sind Journalisten die einzig verlässliche Geldquelle, da man in Laplace Nomar eben nicht Unmengen Schatztruhen ausrauben oder Leichen plündern wird. Um nun an etwas Kohle zu gelangen, muss man im Kampf seinen Journalisten mit einer Fotokamera ausrüsten. Das klingt jetzt irgendwie kontraproduktiv für den Kampf, aber die geschossenen Fotos kann man dann in New Cam gegen kleines Geld verkaufen. Hier entdeckt man vielleicht schon den kleinen müffelnden Kackhaufen im Spiel. Erstens gibt es nur einen Charakter, der für die ganze Truppe Geld verdienen muss und wenn ein Typ der Party nichts anderes macht, als die ganze Zeit Fotos zu schießen, fehlt ein wichtiger Kämpfer. Es ist irgendwie ein witziger Ansatz, der aber das Gameplay nicht ganz so fluffig gestaltet. Etwas besser macht es vermutlich der Wissenschaftler, wobei Geisterjäger wohl ein besserer Name gewesen wäre. Dieser Typ trägt eine Art Geistermaschine mit sich rum, die eine Reihe von Energiestrahlen freisetzt. Das klingt ganz lustig, allerdings verliert diese Maschine im Laufe des Spiels ihre Kampfkraft, wenn man sie nicht mit Upgrades ausstattet. Leider benötigt man auch einige Teile, die wohl die seltensten Dinge im ganzen Spiel sind, aber wer die Mühe eingeht, erhält am Ende eine wahnsinnig starke Waffe, der sich quasi kein Geist mehr widersetzen kann. Es wird auch immer wieder behauptet, dass es sich bei Laplace Nomar um ein Survival-Horror-Spiel handelt. Das stimmt jetzt nicht wirklich. Die Atmosphäre im Spiel ist zwar extrem gruselig und es gibt auch eine Menge an ebenfalls gruseligen Feinden, aber der Survival-Aspekt kommt insgesamt viel zu kurz. Erstens gibt es keinen Permadeath wie etwa im großen Vorbild Sweet Home und zweitens gibt es auch keine limitierten Items, wenn man mal von den Upgrades für den Geisterjäger abschaut. Es ist ein durchschnittliches Rollenspiel mit einer großen Portion Horror, mehr aber auch nicht. Wenn man also nicht komplett ungeschickt ist, sollte auch noch jeder ohne große Schmerzen das Ende des Spiels erreichen. Was jetzt die Grafik betrifft, so gibt es nicht wirklich viel zu bewundern. Die 1995er SNES-Version hat zwar gegenüber der 1987er PC-Version einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, aber insgesamt gab es damals schon viele Spiele für das Super Nintendo, die grafisch eindeutig besser waren. Die Porträts der Monster sowie einige Zaubereffekte sind ja ganz hübsch und es gibt auch einige ganz gut gemachte Zwischensequenzen, aber insgesamt ist die Präsentation doch eher glanzlos. Die Hintergründe sind in der Regel etwas eintönig und würden auch zu einem x-beliebigen anderen Rollenspiel passen. Etwas mickrig ist auch der Soundtrack, der aus den Boxen scheppert. Er wiederholt sich oft und geht einem mit der Zeit unheimlich auf den Keks. Die Gretchenfrage wie immer ist, warum man sich ein Spiel wie Laplace Nomar überhaupt antun sollte. Der Kampf ist nicht wirklich ein Hindernis, es gibt tonnenweise Backtracking, bis man irgendwelche Fortschritte macht, vergehen Stunden und rein optisch ist jetzt auch kein Wunderwerk zu erwarten. Aber alle, die einen einfachen Dungeon-Crawler schätzen, der dazu noch mit einer kräftigen Portion Lovecraft gewürzt ist, sollten unbedingt zugreifen. Und zudem ist es vielleicht ein Spiel, das nicht wirklich groß bekannt ist, gerade weil es eben nicht mal offiziell den Weg raus aus Japan gefunden hat. Man muss Laplace Nomar eben dafür schätzen, was es ist. Es war ein richtig gutes Remake eines Spiels der späten 80er Jahre, das dem Ganzen viel mehr Flair und Spielbarkeit einbrachte, aber trotzdem doch noch viel zu spät den Weg auf das SNES fand. Wer also Sweet Home zu schwierig fand und trotzdem nicht auf Horror verzichten mag, sollte unbedingt einen Abstecher nach Homhausen machen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.